Hallo mein lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Weil mir würde jetzt nicht so weiter einfallen erstmal. Moment, hä? Wir brauchen die Schaufel, um an den Ton zu kommen. Wir brauchen die Goldmedaille, um an das Gold zu kommen. Macht ja Sinn, ne? Ist klar. Und wir brauchen den Schlüssel vom Blase. Wir müssen ihn irgendwie aufs Klo locken, oder? Da kommt der nächste Ausgang. Aufs Klo locken oder halt zum Fernsehen gucken locken? Ich weiß es nicht. Aufs Klo ja eigentlich. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr über Wasser reden. Und ihm irgendwie... Moment. Gott, ey. Es überfordert gerade irgendwie mein Hirn. Muss ich gerade sagen. Obwohl, also, wir haben halt so viele Sachen, ne? Wir haben so viele Gegenstände. Den Topf mit Wasser füllen. Das wäre noch eine Idee. Oder? Ja, doch, eigentlich schon. Hallo, Alu. Oh. Glaubst du, glaub... Probier an... Das hatten wir schon mal. Du, Das ist kein Möbel. Ich nutze mal... Nein, ich will... Schalter. Okay, nochmal benutzen können wir das also nicht. Also wir haben die hellseherischen Fähigkeiten, das ist klar. Aber... Was können wir denn noch machen? Ich gehe erstmal kurz... Ich konnte hier ja in dem Badezimmer, denke ich mal... Wasser nutzen. Ja. Nutze Waschbecken. Der ist sauber genug. Mach da doch Wasser rein, Edna! Ich bin gerade am Überlegen, wie man das am besten macht. So, irgendwie halt. Er ist ja leer. Ich störe ja fast dich. Hast du Ich müsste, aber ich soll mal. Als wenn bei den Gott sei Dank bin ich, was man nennt. Apropos Wasser. Mann. Ich geb auf. Noch was. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer? Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Entlaufene Irre? Ja, ja. Hör mal, Neuer. Wenn du nur zum Herumblödeln gekommen bist, kannst du auch genauso gut wieder gehen. Ich störe... Fass dich. Ich bin... Ach. Ich bin ein Geräuschimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Gluck, 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 gluck. Lass das. Huh. Lass das. Glum, 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 glum. Lass das. Blub, 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 blub. Lass das. Blub, 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 blub. Lass das. Wusch. Lass das. Wusch. Lass. Die Vorstellung ist beendet. Ja. Endlich. Alter, der hat eine Blase aus Stahl, ey. Ich bin nicht. Ach ja. Schon mal was. Na gut, da kannst du ja auch ein. Er hat genug getrunken. Nein. Polizei, geben Sie sofort den Generalschlüssel raus. Nerv nicht. Okay. Der Kleiderbügel mag... Ja, nee, es ging ja nicht. Tring, tring. Hier, es ist für dich.
Hallo? Hallo? Jetzt bald. Er war schon einmal zu oft beim Friseur. Möchtest du einen Cocktail bestellen? Ich bring ihn dir auch. Wirklich nicht. Wirklich nicht! Hast du doch nicht so aus. Den behalte ich lieber. Kannst du mir dieses Therapieformular unterzeichnen? Ich bin vielleicht dein Babysitter, aber ich bin ganz sicher nicht dein Psychologe. Nur Dr. Marcel darf die Patienten zur Therapie anmelden. Auf nicht jeden Topf passt ein Deckel. Doch, doch. Lieber nicht, noch ignoriert er mich. Lieber nicht, noch... So heiß ist er nun auch wieder nicht. Och doch, ist eine richtige Sahneschnitte. Lieber nicht, noch ignoriert... Lieber nicht, noch... Es gibt einige Schade, Mann. Der ist genauso und bestimmt... Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Wirklich? Moment. Haben wir ganz viele neue Sachen, ne? Können wir die vielleicht... Ja, irgendwas müssen wir mit dem... Da ist kein... Der ist so... Irgendwie müssen wir den Becher trocknen. Würde ich jetzt mal schätzen. Um den dann... mit Wasser füllen zu können. Oh oh. Hey, hier ist... Ich bin... Immer die... Du quatsch, du... Ich bin gerade überlegen, wo könnte man den dann irgendwie festmachen? Also, halt, ihr wisst, was ich meine. Glaube ich, hoffe ich. Oder? Ja, doch, bestimmt. Eigentlich ja nicht, ne? Möchtest du diesen siffigen Becher vollschmalzen? Ich könnte, aber ich will nicht. Oh. Wo hatten wir denn überall irgendwas, was wir machen konnten? Bei dem ersten Ausstieg ja nicht, ne? Da hatten wir, obwohl. Nee, wenn ich den in die Sonne stelle, dann... Obwohl, da kommt dann der nächste vielleicht. Ausgang. Vielleicht kann ich den ja irgendwo in die Sonne stellen. Ja, das wäre eine Idee. Wir hatten ja... hier hinten. Ist aber nicht anwählbar, wie es aussieht. Ha. Okay. Dann hat sich das erledigt. Dann nochmal gucken. Und los geht's. Unten, was hatten wir unten denn alles? Das. Da kommt der nächste Ausgang. Hier ja eigentlich, also hier nicht, würde ich mal meinen. Hier können wir nichts machen. Hier in dem Raum? Hier waren auch nur die Akten, ne, ja. Hier vielleicht bei dem Ofen irgendwie in die Nähe des Ofens stellen oder so? Moment mal. Noch immer Überdruck. Schnell! Lass uns irgendwas kochend Heißes über wehrlose Insekten verschütten. Ey. Stimmt, der taugt nur noch als... Na? Scheiße. Au ja, lass uns mit dem Poloschläger zündeln. Nein, Harvey. Der ist viel zu nützlich, um jetzt als Feuerholz zu enden. Och, Menno.
Ein richtiges Inferno. Autsch! Heiß! Satan? Beelzebub? Mephistopheles? Ist denn niemand daheim? Nee, wie es aussieht nicht. Niemals! Harvey ist mein bester Freund. Man nannte sie auch Feuerstift. Okay. In diesem Bild fängt Captain Unbrauchbars Cape Feuer. Inspektor Konrad spielte kurz mit dem Gedanken, den ganzen Job hinzuschmeißen. Sie würde ihre Polizeimarke hier und jetzt in die Flammen schmeißen. Aber dann dachte sie an die vielen unaufgeklärten Verbrechen. An die vielen unschuldigen Opfer da draußen. Und an die kostenlosen Donuts in der Polizeikantine. Das ist und zum tausendsten Mal in dieser Woche riss sie sich noch einmal zusammen. Könnte uns das Telefon irgendwie beim Heizen helfen? Wir könnten Geld verheizen, indem wir unseren Telefonanbieter anrufen. So wichtig ist mir das mit dem Heizen nun auch wieder nicht. Nein, nein, die Flammen im Ofen sind schon zickig und zackig genug. Zick und zack und zick und zack. Hui. Das sollte ich lieber nicht verfeuern. Vielleicht will ich noch einmal etwas bestellen. Und damit meine ich etwas anderes als diesen Stinkdrink. Lass uns den Strohhalm anzünden. Ich weiß nicht. Der würde ein mickriges Strohfeuer abgeben. Wenn man uns für geistig gesund erklärt hat, zünden wir was richtig Großes an, okay? Abgemacht. Okay. Da hängt kein Kleidungsstück zum Verheizen dran. Das sollte ich lieber nicht verheizen. Der Topf hat die richtige Größe für den Ofen. Aber etwas fehlt. Ich habe Messer, ich habe Gabel und ich habe eine Schere. Jetzt fehlt mir nur noch Licht. Nee, welches? Ach, schade. Verbrannter Senf. Lecker. Lecker. Es gibt einige wenige... Mano. Wir hatten hier aber auch nichts mehr, ne? Oh, warte mal. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Ich kann auf noch mehr Kontrolle von außen verzichten. Findest du das gut, einfach so andere zu kontrollieren? Ich verachte dich, Wartungskontrollschränkchen. Damit kommen nur ausgebildete... Was hältst du davon, Harvey? Den brauchen wir nicht. Ich habe auch so alles unter Kontrolle. Meinst du? Na klar, vertrau mir. Noch immer Überdruck. Schnell, lass uns irgendwas umkloppen. Schnell. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen den Fahrkartenkontrolleur. Ui. Schnell. Was? Schnell. Lass uns unnötige Polizeigewalt ausüben. Schnell. Lass uns einen Scherzanruf bei Domian machen. Schnell. Lass uns irgendwas zerschneiden. Dann hat er hier ja auch was anderes gesagt, ne? Schnell, lass uns irgendwas vollkritzeln. Ah. Schnell, lass uns illegale Substanzen trinken. Was? Schnell, lass uns irgendwas mit Spuckekugeln besudeln. Schnell, lass uns ein Auto knacken und Geisterfahrer spielen. Noch im... Schnell, lass uns irgendwas zerreißen. Wow. Schnell, lass uns irgendwas zum Überkochen bringen. Schnell, lass uns irgendwas... Hatten wir schon mal? Schnell, lass uns irgendwas kaputtpieksen. Schnell, lass uns irgendwas kochend Heißes über... Achso, das hatten wir schon mal.
Lass uns irgendwas mit Senf besudeln. Schnell, lass uns irgendwas mit Ketchup besudeln. Schnell, lass uns irgendwas mit Fußnägeln beschnipsen. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Schade, das lässt sich nicht abbrechen. Oh. So eines hätte ich nur allzu gerne gehabt. Heiz die Kessel! Ei, ei, Ma'am! Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Guck mal, Harvey, damit misst man den Druck im Kessel. Das brauchen wir nicht. Ich weiß, dass ich immer unter Dampf stehe. Schnell. What? Doch wieder das Gleiche? Oh. Das pfeift, bevor der Kessel explodiert. So weiß man immer, woran man gestorben ist. Das brauche ich nicht. Ich benutze Aufsässigkeit und Zerstörungswut, um Dampf abzulassen. Ich kann gut nachvollziehen, wie du dich fühlst, kleines Überdruckventil. Das pfeift, bevor der Kessel explodiert. So weiß man. Guck mal, Harvey, ein Überdruckventil. Ach, davon habe ich reichlich. Allen voran, blinde Zerstörungswut. Alles klar. Schnell. Okay, hier können wir auch nichts mehr machen. Hier gab es auch nur die Löffel, ne? Ja. Verbogene Löffel. Warum können wir die nicht mitnehmen? Diese Löffel, sie sind am Essen. Almo? Bist du noch da unten? Hola, Edna! Und? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus harte Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Nicht zufällig. Viel Glück. Wir brauchen hier ganz stumpf nur diesen Spaten. Diese Schaufel. Ah. In der Küche. Ich guck jetzt nochmal, ob ich hier irgendwas übersehen hab. Nee, ne? Nee, hab ich nicht. Topf. Ich kann verstehen, wie du auf diese Idee kommst. Die Kombination drängt sich ja fast schon auf. Es scheint mir in diesem Augenblick trotzdem reichlich unnötig. Okay. So, dann gucke ich wirklich nochmal. Hier haben wir auch nichts mehr. Den Aushang, aber das ist wahrscheinlich nur das mit den Löffeln. Hier steht das auf Gruppe. Ja. Alles klar. Und hier hatten wir auch nur die Pinnwand. Was ist hier mit der Pinnwand? Heute ist Wünsch dir was. Ja, das hatten wir schon. Okay, Leute. Gut, ich denke, ich probiere offscreen nochmal ein bisschen rum. Ja. Um vielleicht noch auf eine Idee zu kommen. So wie ich das damals mit dem mit Peter gemacht habe, genau. Und ja gut, dann würde ich sagen, ich beende hier erstmal die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.